Philosophie bzw. Philosophy im Englischen das Thema ist, dass wir am Strand sitzen und dass wir eine philosophische Debatte führen und Argumente austauschen und versuchen uns gegenseitig zu überzeugen bzw. die richtigen Argumente anzubringen. So viel zum Thema. Das ist auch ganz gut, um sich einmal lang zu hangeln, aber am Ende des Tages haben wir hier ein abstraktes Spiel, das ich ganz schnell zeigen kann, wie es aussieht. Das geht super fix. Na ja, Prototyp ist auch, glaube ich, das ist ein ein Prototyp, Kickstarter, der noch genau. läuft. Das Ganze sieht halt so aus, das ist das Das ist wirklich Spielfeld. das Prototyp. Das ist ein Prototyp. Ich habe es mit Spielsteinen gespielt, die so Azul-Qualität hatten ungefähr. Die waren da drin. Das hier ist jetzt ein Prototyp. Und das sieht dann so aus. Ich muss ja einen Spieler mal auspacken. Das sind die Spielerfarben, ne? Das ist ein 2 bis 4 Spielerspiel, aber es ist designt als ein pures 2-Personen-Spiel. Du kannst es zu viert spielen, aber um den Verlagsmenschen, der es mir erklärt hat, zu zitieren, beziehungsweise auch Designer, der Designer ist auf jeden Fall auch mit, einer davon, dann schmilzt einem das Hirn. Und was wir hier halt machen, ist, dass wir einfach diese Plättchen legen, die aber bestimmte Funktionen haben. Man darf nicht in die Mitte legen als erster Spieler, ansonsten darf man überall hinlegen in diesem inneren Quadrat. Und es geht darum, einfach wer zuerst hier so eine Reihe hat oder so eine Reihe oder so eine Reihe. Ja? In dem Moment hat man sofort gewonnen. Drei gewinnt. Drei gewinnt, genau. Das Clevere an der Geschichte, das jetzt entsteht, ist halt, dass ich zum Beispiel hier den jetzt platziere, weil ich Startspieler bin. Und jetzt stellt euch bitte kurz vor, ich möchte jetzt nicht alles auspacken. Ich wäre jetzt der andere Spieler. Ich könnte jetzt diesen hier hinpacken. Dieses Symbol sagt mir, dass ich dann diesen Stein hier so runterziehe. So, soweit so normal. Diese Steine haben ähnliche Funktionen. Einer, der den Stein, auf den er zeigt, um 1 bewegt, in die Richtung, schräg, was auch immer. Gibt es bestimmte Kombinationen, nicht super viele. Das Besondere ist, wenn ich einen gegnerischen Stein bewege und der bewegt einen meiner Steine, der dann an einer anderen Stelle liegt, dann löst dieser Stein von mir wieder aus. Erzähl ich was. Dann löst dieser Stein von mir wieder aus und kann dann wiederum einen gegnerischen Stein verschieben, wodurch Kettenzüge entstehen können, die man eben sehen muss, die man erkennen muss, die aber der Gegner genauso machen kann. Und man muss gleichzeitig ja immer schon verhindern, wenn ich jetzt so auf diesem Plan liege und du bist dran, dann weißt du ja, okay, so, wenn ich jetzt das nächste Mal dran bin, hier einen Stein hinlege, dann habe ich sofort gewonnen. Das heißt, du musst immer überlegen, wie verhindere ich, dass du nächste Runde gewinnst und wie arbeite ich daran, dass ich wiederum weiter selbst am Sieg arbeite. Und das ist wirklich, das ist ein bisschen schachmäßig, aber So das wirkt es bringt dein auch. Hirn zum Schmelzen. Also er hat mich natürlich erstmal in der normalen Erklärungspartie komplett platt gemacht. Das ist eins, Natürlich. das musst du 2, 3 Mal spielen, um überhaupt zu wissen, welche sind das, um das so ein bisschen intuitiv reinzukriegen. Und dann hat er mit mir prototypweise einen Test entwickelt an einer Expertenvariante, indem er bei sich bestimmte Fortgeschrittene rausgenommen hat und für sich weniger genommen hat. Und dann er war voll drin. Aha. Also es war wirklich nicht, ich war eine Stunde da, ich war nirgendwo lange, aber ich hatte eine Stunde, es fühlte sich nicht so lange an, es war sehr spannend. Und vor allen Dingen war es dadurch auch, dass ich mitspielen konnte, obwohl ich eigentlich keine Schnitte gegen ihn hatte. Das war wirklich, ich bin nicht so ein Spieltyp für so ein Spiel, aber das ist dann auch der Vorteil, wenn einem jemand, der wirklich richtig drinsteckt und auch enthusiastisch dafür ist, dass er zählt, das kann dann natürlich auch ein bisschen anstecken. Und es ist wirklich interessant, wenn du überlegst, also ich lege hier diesen Stein, das heißt, der wird jetzt um einen bewegt und dann gibt es halt die Interaktion mit allen anderen Steinen. Spannende Sache, das werden wir sicherlich auch mal demnächst spielen. Das ist nämlich, wie man sieht, super schnell auf dem Tisch. Wir hätten ja bloß noch einen weiteren Beutel auspacken können und dann hätten wir loslegen können. Und die Regeln an sich sind eben auch super simpel. Ja, läuft irgendwie, So. glaube ich, auf Kickstarter. Die Kickstarter-Daten oder sowas habe ich nicht im Kopf. Das Ich auch nicht, aber ich glaube, darum haben sie es uns müsste auch man nachgucken. mitgeben, damit wir es vielleicht mal zeigen, weil es läuft irgendwie, glaube ich, noch gar nicht so gut. Wir haben gefragt, ob wir uns angucken können. Wir haben gesagt, wir können mal gucken, ob wir dazu kommen. Ach, da ist der Typ. Und ne, Präsenz hilft ja auch immer. Und mal gucken, wenn Kai jetzt schon ein bisschen angetan Vielleicht davon kann Till ist. mir den Gefallen tun. Till ist schon dabei. Wir haben ja Profis hinter der Kamera auch. Und sobald wir die Info haben, können wir das noch einmal reinrufen. Ja, das Spiel kann ich auf jeden Fall sofort erklären. Das kann man halt sofort loslegen. Ich habe so ein bisschen Dice Wars Vibes insofern als ne, diese simple Mechanik, die dann aber dazu führt, dass du überlegen musst, wie die Sachen interagieren. Und ja, das ist also Philosophie. Also quasi Danke auch eher dafür. ein Kickstarter-Preview-Ding noch. Davon haben wir tatsächlich noch mindestens ein weiteres. Ja, eins, ne? Eins? Bei dem Scan Game bin ich mir nicht ganz Naja, das ist sicher. schon durch, glaube Das ist schon durch. Machen wir doch mal was, was die Leute schon ich. kennen, Genau, wenn das sie diesen Kanal verfolgen, was sie sollten. genau, zeigen wir auch nochmal. Gab es ja schon vor der Spiel ein großes Unboxing dazu. Und wir sind leider nicht dazu gekommen, es zu spielen vor der Spiel, weil wir da ein paar Krankheitsausfälle hatten und man Das halt nun mal ist leider genau 4 Personen genau dafür viel, ja. braucht.
Und das wurde jetzt auf der Spiel schon gespielt. Vielleicht haben das ja schon einige von euch gespielt. Dann könnt ihr natürlich gerne Feedback dazu geben. Ein Freund von mir hat sich das nur erklären lassen. Und er meinte, er würde es gar nicht mehr spielen wollen nach der Erklärung, weil es irgendwie, also irgendwie gar nicht wirklich spannend klang, weil man irgendwie, weiß ich auch nicht, was ihn daran so gestört hat. So ein bisschen so ein Wargame, wo die Teams auch nur sehr eingeschränkt irgendwie zusammenarbeiten. Aber ich habe von anderen wiederum gehört, dass sie es eigentlich ganz toll fanden, weil es dann schon erst wie ein Area-Control-Spiel ist. Und bei normalen Area-Control-Spielen hat man ein bisschen das Problem, da können auch mal so 3 gegen 1 spielen oder was so auf den kleinsten einwirkt, der halt irgendwie gerade nicht irgendwie sich wehren kann oder so. Das und dadurch, dass man hier so 2 gegen 2 spielt, ist es eben auch einfach so, dass das halt irgendwie eher nicht passieren kann. Also das ist auf viel drin. Quasi so ein bisschen, nachdem was ich so an Eindrücken gehört habe, als würde ich ein Living Card Game Two-Handed spielen. Ne, dass ich einfach über beide Charaktere ein bisschen die Steuerung übernehme. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es zu zweit durchaus funktionieren könnte. Man hat wahrscheinlich nur ein bisschen viel, was man dann im Kopf behält oder behalten muss. Von daher mal gucken. Aber wir werden das irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall zu viert auf den Tisch bekommen. Genau. Also das hier ist übrigens auch, das ist jetzt kein Prototyp. Hm? Also Philosophy ist bei Gamefound läuft noch 2 Wochen. Wie viel fehlt noch? 30% von der. Na, da geht ja noch ein bisschen da was vielleicht. Noch ein bisschen was. Genau, 3 bis 2 Wochen noch, ja. Genau, Flo hat auch schon gesagt, er ist super gespannt drauf. Ich habe ihm schon die Regeln geschickt. Ich hoffe, dass er sie schon gelesen hat. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie mal eine 4-Runde in der nächsten Zeit auf den Tisch bekommen. Genau. Hoffentlich ja vielleicht auch mit Marcel, der auch gleich hier noch sein wird. Genau wie Markus und Steff, die uns noch beehren werden. Markus wird irgendwann gleich klingeln. Dann müssen wir noch kurz die Tür aufmachen. Und wie gesagt, wenn es da schon Eindrücke zu euch gibt, dann von euch gibt, dann gerne in den Chat oder hinterher in die Kommentare damit. Die Sache ist die, wir haben jetzt 2 Prototypen gezeigt. Das ist kein Prototyp, das ist schon ein Produktionstyp. Ich glaube, ja. Die, also einer der ersten. Da das heißt, das sieht dann schon so aus, wie es gerade aussieht. Konnte man Essen nicht kaufen, aber soll dann irgendwie im November kommen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Mal schauen, ob das gehalten so, werden kann. Wechseln wir mal ein bisschen das Genre. Mhm. Jetzt kommt eine Sache, die wir schon bei Nerds.tv gezeigt haben, aber hier auf dem Kanal hatten wir es noch gar nicht. Und zwar Onslaught. Davon habe ich jetzt noch gar nichts vorher gehört. War es also, in der Essen-Vorschauliste drin? Da habe ich ganz schön dran gearbeitet. Das war in der Essen-Vorschauliste drin. Das ist das erste Mal angekündigt worden, tatsächlich in einem Wizards-Hasbro-Cast zu neuen Magic und D&D-Sachen. Seitdem hatte ich das auf dem Schirm. Es war auch in der Neuheitenliste dran, dass es eine Demo geben würde. Die gab es auch. Tatsächlich haben wir das so 1,5-mal hier, weil das gab es eigentlich. Bei deinem ersten Besuch? Ja, das ist halt für Preview-Kits gedacht, für die Presse. Aber wir drehen ja Videos und da sind so, es ist weniger drin. Und ich meinte so, ja, man kann ja noch sagen, das ist nicht alles, aber im Video macht es ja mehr Sinn, wenn man das ganze Ding sieht. Also haben wir hier eine, laut Aussage von den Leuten, von 10 Kopien, die auf dem europäischen Kontinent unterwegs sind. Oh, La Familia kommt vielleicht scheinbar erst. Wollen sie auch nur, dass ich mich gut fühle? Kommt scheinbar erst im Februar, schreibt Raimund gerade. Ah ja, okay. Da haben wir ja Zeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Das ist ein WizKids Lizenzspiel Dungeons and Dragons. Deswegen kann man sich wahrscheinlich vorstellen, warum wir das angeguckt haben. Starter-Set oder ein größeres Abenteuer? Oder was Starter-Set, das ist ein Skirmisher. Ah. Das ist ein eigenständiges Spiel, das natürlich jede Menge Erweiterungen bekommen wird, das ich auf jeden Fall mit einem richtigen Beutel ausstatten werde. Aber irgendwann ist einer dabei. Das Besondere ist eben, dass es für 2 Personen ist, die sich ein Team zusammenstellen. Also jeder spielt eine der Fraktionen, die hier drin enthalten sind. Vergessene Reiche angesiedelt. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber die Hafner und die Zentarim sind hier grundsätzlich drin. Du hast verschiedene Szenarios. Das bestimmt bestimmte Regeln, die sich verändern, welche der neutralen Monster drin vorkommen. Und das Ganze wird in der Praxis dann so aussehen. Das werde ich jetzt nicht ganz aufbauen. Aber hier, das ist dann ein Spielplan, den man aufschlagen kann. Kann man auch als Karte für seine Rollenspiele sicherlich verwenden, wenn man möchte. Und darauf werden wir dann mit Miniaturen uns prügeln. Und es geht darum, das Szenario-Ziel zu erfüllen, beziehungsweise die meisten Punkte zu machen oder eben auch zum Beispiel die Gegner zu besiegen. Das Ganze sind dann sehr stark runterreduzierte 5. Editionsregeln. Man würfelt zum Beispiel immer mit Vorteil. Das merkt man so richtig. Das ist eine klassische Regel, wo ich gedacht habe, aha, da haben sie bei der Entwicklung die normalen Angriffsregeln von Dungeons & Dragons gemacht mit einem 20-seitigen Würfel und haben dann festgestellt, naja, wir wollen ein schnelles, zügiges Spiel haben, in dem man meistens trifft und manchmal nicht. Und dementsprechend würfelt man immer mit Vorteil und manchmal halt nicht. Das ist dann der Nachteil. Und es sind halt hier diese Prepainted Miniatures drin. Und auch nicht zu wenige. Und das, okay, den Drachen setzen wir jetzt mal nicht zusammen.
Plus eben die Teamsachen, ein Troll und so weiter. Und das ist es halt, was auch wahrscheinlich den Preis dann. Mhm. Der genaue Preis, den kann ich euch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass er nicht zu knapp ist, weil hier Lizenz plus Miniaturen plus alles Mögliche zusammenkommt. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Es gibt Ausrüstungsgegenstände. Die Helden können innerhalb eines Szenarios ein wenig leveln. Die können Gegenstände finden. Du hast Cooldown-Fähigkeiten. Und dann ist es halt Skirmish-typisch, dass du dir gegenseitig auf die Mütze gibst. In Zukunft sind da noch auch weitere Szenarien geplant. Gucken wir mal, wie gut es läuft. Das hier ist dann sozusagen, das ist ein Tracker für die Runden und für die Punkte. Und ich wollte noch eine Sache zeigen. Oh, der Drache hat sogar... Ah ja, das war bei dem Preview-Kit nicht. Das ist für die neutralen Sachen. Die haben auch ihre eigenen. Ich möchte nur noch schnell ein Charakterbild halten. Hier, genau. Das sind dann... $140. $140, genau. Also, das ist eine Ansage. Das hier ist ein Charakter... Sheet dann sozusagen, dass man hat mit den Eigenschaften, die man benutzen kann, Cooldown-Fähigkeiten und so weiter. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon so eine halbe Partie auf der Messe gespielt. Das spielt sich auf jeden Fall flott runter. Ich werde das demnächst noch ein, zweimal versuchen, mit ein paar Leuten zu spielen. Und dann werde ich da auch mal direkt ein Video zu machen. Riskits, wie gesagt, meine ganzen Miniaturen und so weiter, weil sie haben ja die D&D-Lizenz. Unter anderem auch die Pathfinder-Miniaturen kommen von denen. Das heißt, ich gebe denen schon mehr Geld, als ich möchte eigentlich. Über die Rollenspielsachen. Es wird als Pricey Collectible Game beworben. Ja, ja. Also Miniature Skirmish Game. Na, wer das andere kennt, hier Castle Ravenloft. Ich habe es jetzt hier nicht stehen, also ich habe doch nur eins von gekauft. Du kennst die vielleicht, diese Dungeons-System-Dinger? Nee, die habe ich gespielt. Also die sind ja auch, der gab es mit normalen und mit Pre-Painted Miniaturen. Und mit Pre-Painted Miniaturen waren das auch ordentliche Preispunkte. Aber für Miniaturensammler immer noch interessant, weil du pro Miniatur immer noch relativ wenig bezahlt hast und auch ein durchschnittliches Spiel dazu bekommen hast. Also, die waren okay für die damalige Zeit. Die waren okay. Ich habe da eins von gespielt. Da ist man inzwischen leider anderes gewohnt. Aber ja, das ist Dungeons & Dragons Onslaught. Wie gesagt, dazu gibt es demnächst sicher mehr. Diese Woche werden wir es wahrscheinlich nicht auf den Tisch bekommen, weil zwei Spieler schwierig ist. Bei 90 plus Minuten, so als Absacker für eine halbe Stunde nach das kann man, zwei, also das wird, schon. Ne? Ja, genau. Das kann man natürlich kürzer halten, indem man einfach sagt, auf der Messe war ganz clever gemacht, so würde ich es dann vielleicht handhaben, bis der erste Spielcharakter von irgendwem besiegt wird, dann hat der andere entsprechend gewonnen. Aber wir haben hoffentlich im November und Oktober ganz viel Zeit noch zu spielen. Ich schreie, glaube ich, auch gerade ein bisschen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen ruhiger zu reden. Das ist die Vorfreude. Das ist halt D&D, da ist total voll in seinem Intervall. Da kommt alles raus. Da habe ich gerade Markus-Vibes. Genau, das war D&D Onslaught. Dazu dann demnächst mehr. Ben, wollen wir jetzt mal, wir waren jetzt in diesen amerikanischen, in diesen Themen, skirmischer Zeug. Lass uns doch mal wieder das Genre wechseln. Ab verrücktes Labyrinth. Apropos Verrückte. Haben wir ja gestern Nacht erst gespielt. Oros gab es auf der Messe schon zu spielen, aber es gibt die noch nicht im Verkauf. Ich habe jetzt auch keine Daten, wann das verkauft werden soll. Das wird uns sicher jemand aus dem Chat gleich sagen können. Das heißt, du, glaube ich, in deinem... Oder du hast es... Ich habe es entdeckt beim Durchgehen durch die ganzen Sachen. Ich bin daran hängen geblieben, dass es eben... Auf jeden Fall ist es ein Euro. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Holz. Das da drin steckt und nicht im physischen Sinne, sondern Komplexität meine ich. Das hat halt diese Plättchen, die du reinschiebst, Stichwort verrücktes Labyrinth. Und wenn diese Plättchen weitergeschoben werden und irgendwie miteinander kollidieren, dann entstehen Berge und es kann dann zu Vulkanausbrüchen kommen. Das heißt, du veränderst das Spielfeld, auf dem alle auch ihre verschiedenen, was auch immer, Figuren einsetzen. Die Figuren, die eingesetzt werden. Und da bin ich schon gespannt drauf. Das klingt nämlich nach einem für ein Euro-Game doch recht hohes Interaktivitätslevel. Allein durch das Schieben, ne? Ja, werfen wir doch mal einen Blick rein. Du verschiebst ja ständig, wo was schiebt, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Vulkanausbruch da auch ein bisschen wehtut. Genau, hier haben wir die Plättchen. Für ein geografisches Spiel, das tolle Spiel, wenn da neue Landmassen entstehen und so. Oh, guck mal, so ein bisschen, anscheinend machen wir auch ein bisschen Osterinsel-Style. Das ist jetzt auch offensichtlich kein Prototyp mehr. Das ist auch kein Prototyp, genau. Also das müsste dann ja demnächst jetzt schon tatsächlich rauskommen. Das wird nicht mehr so lange dauern. Sie hatten sie auch vermessen, nur nicht zum Verkauf da. Und hat mir schon noch von ein paar anderen Spielen. Ich habe auch ein Fika dabei, allerdings in einer Version ohne Schachtel, in einem Zipbeutel, das gesamte Spielmaterial. Da wird sich Flo ja schon sehr darauf freuen. Der ist ja so als Kaffee- und Kuchenspiel. Stimmt, das haben wir auch noch. Das müssen wir eigentlich auch dazu Das liegt, glaube ich, da irgendwo. Ich werde das gleich nochmal beauftragen. Werden wir gleich mal schauen. Genau, also Hashtag das sind Spoiler. Die Playerboards. Ich weiß nicht, wie gut, das spiegelt gar nicht so sehr. Du musst ein bisschen runterhalten, du hältst mal zwei hoch. Ja, und verschieben, bewegen, ja. Ich habe noch keine Ahnung, was man da macht.
Aber es ist, klingt spannend. Obwohl du es doch gescoutet hast. Ja. Aber allein die, also mich hat ja schon allein die Prämisse Verrücktes Labyrinth meets Eurogame. Genau. Da war ich ja schon mal dabei. Ob es überhaupt irgendwas damit zu tun hat, wissen wir nicht. Aber das werden wir uns mal angucken. Ich hab da auch schon ganz positive Meinungen zugehört. Ich habe die Vulkane gefunden. Aha. Ja. Ja, sind nicht so beeindruckend, aber da geht es ja mehr um die aber es gibt hier, guck mal, das ist die individuelle Meeple auch. Mhm. Also nicht, doch auch für die verschiedenen Spielerfahrungen, okay. Sind unterschiedlich. Das sieht schon ganz schick aus. Ich werde mal gucken, was das Komplexitätsrating ist. Das ist dann wahrscheinlich vielleicht schon fast eher bei mir zu verorten als bei Flo, würde ich fast annehmen. Ja, das sieht so nach Kenner, gehobener Kennerlevel aus. Richtig. So, das kommt wieder rein. Kannst du mal gucken, ob da Fika auf dem Tisch steht? Das kommt rein. In so einem Zipbeutel. Zack, 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 zack. Und das Einspiel ist auch noch da liegen. Oros, ich weiß, das habe ich schon bereit liegen lassen, das hatten wir vorhin vergessen. Aber wollen wir erstmal das nächste machen? Ja, und zwar das sagenumwogene Fika. Aber das denn jetzt, ja. Bitte. Ich glaube, weißt du von irgendwas dazu? Nein. Ah, das ist ja sehr gut. Also so sehen Spiele aus, wenn man sie als nur, also das ist glaube ich die vollständige Version, es ist nur ein reines kartengetriebenes Spiel. Es sind auch schon alle Karten drin. Kaffeepause mit Köpfchen. Ist auch schon direkt die deutsche Version. Hier ist ja halt relativ viel Kaffee drauf, wie man sieht. Kaffee, Espresso, Mokka. Aber die brechen dann irgendwie das Spiel oder so? Cannelbulla, der gute Kräutertee, der Ingwertee, der Milchkaffee, der Cappuccino. Also ein wunderschönes relaxing Game. Pustekuchen, würde Flo jetzt sagen. Das ist nicht so das klassische Kaffee- und Kuchenspiel. Ja, das ist ein totales Flo-Spiel. Für zwei Personen und super interaktiv. Mhm, weil in Fika betreibt ihr beide jeweils euer eigenes Café und versucht mehr Münzen zu verdienen als euer Gegenüber. Spielt eure Karten taktisch aus, manipuliert die gegnerische Auslage und gewinnt als erstes zwei Runden. Ja, das könnte Flo gefallen, das glaube ich. Je gemeiner, desto besser. Genau, man konnte das scheinbar schon kaufen, aber es gab nicht viele Versionen. Das ist wie ein klassisches Spiel, das einfach nicht rechtzeitig da war, dass sie dann, man kann schon vorbestellen, ist halt eingeflogen worden, das heißt, es war nicht rechtzeitig da. Es soll im vierten Quartal dann eben kommen, was ja quasi jetzt schon läuft. Wir kriegen immer die guten Infos von der Seite eingeblendet. Es genau. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ist das Rocher? Genau, Oros soll für Januar 2023 kommen. Genau, Spiel dauert 20 Minuten, Illustration von Beth Sobel bei Fika, hier kreuz und quer. Ach, schau mal, hier kommt sogar... Schön. Warte, sieht man gerade nicht. Zack. Du bist sehr weit reingesucht, ne? Ja. Genau. So, anscheinend hat man auch eine Straße davor. Das sind Rückseiten von irgendwas. Oh, du kannst dir sogar aussuchen, ob es Winter sein wird. Also auch ein bisschen so ein Fühlspiel. Vielleicht ist die Winterversion ja auch die schwere Version oder so. Das werden wir dann sehen. Bin ich schon sehr gespannt, was Flo uns so zu berichten wird. Das gibt es heute einfach. Wobei die Regeln sehen jetzt nicht so taktisch. Nicht kompliziert. Also schon jetzt nicht so, dass... Nicht, also, ne, aber ich würde, glaube ich, eher nicht in die Cosmos-Zwei-Personen-Reihe passen. Es ist halt kartengetrieben. Das heißt, du hast natürlich immer viel hier drauf, was Dinge tut. Dann kann die Anleitung ja auch immer kürzer ausfallen. Aber es ist jetzt auch spannend, die Spielanleitung. Da ist ja hier schon ein bisschen was drin. Aber hier wird dann der Spielablauf auf der Seite erklärt. Und hier sind wir dann auch quasi schon bei der Wertung. Das heißt, es sind nur so anderthalb Seiten. Der Rest ist dann einfach Kartenerklärung, dass man sich nochmal angucken muss, was das alles macht. Aber das haben wir ja schon bei Tiletum gesehen. Und der Rest ist der Aufbau. Der Aufbau ist hier erklärt. Ne? Also eine einfache Grundmechanik, die dann halt schon ein relativ komplexes Spiel erlaubt. Das ist auf jeden Fall was uns interessiert. Und es sieht halt sehr lecker aus. Vielleicht ist es wieder so ein Wolfs im Schafspelz. Da müssen wir uns nochmal vielleicht für Brettspiele auch einen guten Begriff für ausdenken. Ne? So für Spiele wie Everdell. Wolf im Schafspelz. Die dann mehr gut sind, als sie sind. Ja, vielleicht können wir was Kreativeres nehmen. Ja, also das soll jetzt auch dann irgendwann... Zur Spielzeit können wir leider keine Aussagen 20 treffen. Minuten. Können wir treffen? Ich wurde informiert. Ah ja, okay, war groß geschrieben, ne? Genau, viele Aktionsmöglichkeiten, Schoko, Chatbulla. Das klingt sehr, sehr lecker, muss man... Die Karten sehen sagen. Auch sehr lecker aus. Wo wir gerade bei willst lecker du nicht reinbeißen? Nee, Essen kommt gleich. Nee. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe ja bei Skellig ein Spiel abgebaut. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen heißer, finde ich. Jetzt kommt das Spiel von dir, das, wie wurde das bezeichnet? Als ein Terraforming Mars meets irgendwas. Flügelschlag. So kleine Namen, die hier kombiniert werden. Wo man halt auch sich so eine, dreh mal um, wo man sich quasi, also ich habe auch nur ganz rudimentär was darüber gehört, vielleicht hat es da auch schon der ein oder andere anspielen können. Das war ein Kickstarter, Earth. Der, wo jetzt eben Skellig mit den Machern zusammenarbeitet und das soll auch so Anfang nächsten, es war nicht in der Vorfreudeliste für dieses Jahr, es soll Anfang nächsten Jahres kommen, ich glaube 31. Januar ist der offizielle Release-Termin dafür, mal gucken, ob das stimmt, aber allein bei der Mischung, Flügelschlag, was wir natürlich auch in der Asien-Version gespielt haben, plus Terraforming Mars, ist natürlich was, was mich sehr stark triggert. Wir haben hier eben auch so eine Kartenauslage. Und da soll es eben auch so sein, dass man halt immer also bestimmte Karteneffekte einfach der Reihe nach triggern kann. Man seine Auslage
Auflage immer ein bisschen größer bastelt und da habe ich einfach Bock drauf, weil, wie ihr wisst, ich liebe kartengetriebene Spiele. Wir richten also quasi unser Ökosystem. Wir richten unser eigenes Ökosystem, wir bauen scheinbar irgendwie eine eigene Erde auf und da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist Deckbuilding mit drin, es bietet, glaube ich, so alles, was mich in solchen Spielen anspricht und ich glaube, es müsste dir theoretisch auch gut gefallen, weil es auch vom Komplexitätsgrad her so, glaube ich, dazwischen ist, zwischen Terraforming Mars und Flügelschlag, ohne es jetzt gespielt zu haben. Aber also, ich habe auch schon eigentlich ein Video vorbereitet, wo ich nicht mehr dazu komme, es zu drehen, mit Spielen, auf die ich mich freue in diesem Jahr noch, die nicht auf der Messe erscheinen. Und da war das auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne mit dabei. Ich habe das Video leider nicht drehen können, es ist hier schon drin, deswegen brauche ich es nicht mehr machen. Aber bevor ich das jetzt hier rausnehme, sage ich gleich, ich habe das am letzten Messetag gegen 18 Uhr eingepackt. Mag jemand Marcel reinlassen? Ohne zu wissen, dass, was das Spiel hat, was wo reinkommt. Deswegen eine kleine Vorwarnung, falls es jetzt chaotisch aussieht. Aber ich kann das auch ganz mal kurz zeigen. Also ist das noch Prototyp oder eigentlich schon so ein Master Production Sample? Bin mir nicht ganz sicher. Das sieht eher aus wie ein Master Production Sample. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das sind die Spielerboards. Du hast aber relativ gut eingepackt. Ja, aber es ist auch, also guck dir das mal hier an. Das also, sind schon eine Menge Sachen. Unter 128 Punkte fühle ich mich schlecht in meinem ersten Spiel. Ja, genau. Wir haben ein paar Vorlagen da. Es ist eine Menge Zeug. Wow, die kann man irgendwie hier drauf stapeln. Da baut man irgendwie, keine Ahnung, Türme. Das ist auch noch irgendeine Währung. Und dann halt vor allen Dingen jede Menge Karten. Ja, richtig viele, ne? Also hier sind ja vier Kartenpacks. Es müssen ungefähr so viele Karten sein wie genau bei Flügelschlagen. Das Lustige ist halt aus irgendeinem Grund, also wir haben irgendwie, das ist der Promo-Pack, der wird hier irgendwie zwei oder dreimal drin rum vielleicht. Da meint er so, ja, irgendwie die sind hier und das ist die einzige Version, deswegen können die damit rein, gehören dazu. Und ja, also da kann man hier mal, ihr seht das besser, wenn wir das mal seitlich halten so ein bisschen. Da sind so ein paar Karten drin und uns machen Karten ja immer an. Oh ja, also das würde ich am liebsten diese Woche noch spielen. Mal gucken, wie lang die Anleitung ist. Aber ich komme momentan wirklich nicht dazu, Anleitung zu lesen. Wie schade. Jetzt kommt der spannende Teil. Das Ganze einzupacken. Das Ganze wieder so reinzufriemeln. Ich habe dafür auch nur so eine halbe Stunde gebraucht. Zack, 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 zack. Marcel ist drin, ja. Ja, habe ich auch gehört. So, da verstecken sich noch mehr Karten. Wie gut, dass SIP heute bald verbannt werden auf Spielen, dann knistert es. Dann darf so das endlich alles los. Dann raschelt die alternative Papierlösung. Juhu. Wir müssen das jetzt auch nicht perfekt zum Glück zukriegen. Oh, aber da raus. Das geht doch. Man baut ein Grid aus die Karten, Chain-Aktivität und wachsen die Pflanzen, man legt die Karten am Ende sind alle Siegpunkte. Das wirkt sehr spannend. So, das war Erde. Dann würde ich jetzt zum Schluss machen wir ein Double Whammy von einer Firma. Oh ja. Erstmal würde ich gerne, Tanja, kannst du Tanja, ganz würdest kurz du einmal uns assistieren? Uns assistieren, genau. Das wird Flo auch sehr freuen, dass wir das haben. Das ist auch etwas, was sehr zeitaktuell ist. Dice-Screwer. Das ist alles Mögliche. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles ungefähr zusammen. Da steckt schon relativ viel drin. Die Box ist auch echt groß. Das ist ein jetzt gerade laufender Kickstarter, wie Philosophie, der noch bis zum 27. Oktober läuft, der auch sein Ziel noch nicht ganz erreicht hat. Auch so ungefähr bei 70-80%, glaube ich, steht. Und Drone Invasion ist der ja so ein Nachfolger, beziehungsweise bedient sich halt des gleichen Ludoversums wie Rhone. Überraschenderweise. Ist auch vom gleichen Autor, Stepan Stefanik. Ich habe ihn bestimmt richtig ausgeschrieben. Oh, ich habe bei Philosophie ja auch, da ist in der Anleitung ein Link, wo man sich anhören kann, wie die Namen der Autoren richtig ausgesprochen werden. Das finde ich sympathisch. Scheint ihnen wichtig zu sein. Auch das hier gilt, auch das Prototyp, beziehungsweise Material, das auf der Messe zur Demo gedient hat. Genau. Und ihr seht ja hier schon diese Sachen, denn was ihr in diesem Spiel machen könnt, ist, also es ist einmal ein Deckbilder. Sind das Schrauben? Das sind Schrauben, aber ich fange mal vorne an. Das Spiel ist ein Deckbilder, also hier sind auch die Wurzeln zum ersten Spiel, in dem wir im Laufe der Partie eben unser Deck zusammenbauen, kaufen, aber die Ressourcen, die wir jede Runde auch zum Ausspielen von Karten benutzen, die erwürfeln wir. Wir haben also Würfel zum Start und ich werde mal schauen, oh, wir haben sogar quasi so ein exklusives Set, die, ja, also im Finalen werden das nicht solche Schraubenzieher sein, sondern das sind dann schon kleinere Lösungen, die da aber auch gut gehen. Hier sind das die. Nur Prototyp, das finale Material wird besser aussehen. Und das sieht dann halt so aus. Da kannst du, glaube ich, auch mal ein Stück ranzoomen. Also das ist so ein Würfel, das wären jetzt zwei Blanks, also da ist quasi nichts, ne? Und das wäre eine grüne Ressource. Die Karten seht ihr gleich. Und das Ganze funktioniert dann halt also einfach so. Zack.
Und dann haben wir die Schraube draußen. Und dann können wir das austauschen. Und das geht wirklich sehr leicht. Man soll es auch nicht festmachen, einfach nur so. Und dann sitzt es wieder drin. Und die kann man im Laufe des Spiels halt upgraden. Und dann kann man beim Würfeln halt mehr Ressourcen machen, um eventuell mehr Karten auszulösen. Weil, Ben, für dich, das Spiel hat ja auch so einen kleinen Push-Your-Luck-Effekt. Es ist super innovativ und macht Koop mega Spaß. Das ist der absolute Oberknaller, sagt Mediga von Twitch. Grüße an die Twitch-Community. Ja, also ich bin super gespannt darauf, das auf den Tisch zu bringen. Es ist halt, ich würde es gerne, wenn, dann mit zwei Personen erstmal auf den Tisch bringen. Mhm. Und auch das Herzstück ist kooperativ. Man kann es auch kompetitiv spielen. Der Entwickler hat mir erzählt, der Ursprung war, bevor ich jetzt gleich ein paar Karten zeige, er wollte halt, also sollte kompetitives Spiel werden und beim Entwickeln war halt in der Covid-Zeit und er brauchte quasi irgendwas, wogegen er spielen konnte, weil er zu Hause saß und nicht groß rausgekommen ist. Also hat er sich dafür eben Automa entwickelt. Als Spielentwickler entwickelt man sich einfach ein Spiel. Ja, dann entwickelt man sich halt einfach den Gegner selber und das hat so gut funktioniert, dass das jetzt das Herzstück ist. Also für ihn ist der kooperative Modus das Herzstück und es hat auch sozusagen dann eine Kampagne, wo Szenario auf Szenario folgt. Du kannst zwischendurch aufhören. Die Idee dabei ist nämlich, weil das Deckbuilding, das geht jetzt nicht so zack, zack, zack. Du machst nicht jede Runde zwei, drei neue Karten rein, aber du übernimmst dann die Decks in die späteren Szenarien und kannst damit wirklich nach und nach dein Deck bauen. Und also diese Karten sind jetzt vorgesleeved, weil es wie gesagt auch ein Prototyp ist. Und das sind halt auch eine Menge Karten. Da sind noch mehr Karten drin. Der Automa hat dann seine eigenen Karten. Ich werde jetzt nicht erklären, wie der genau funktioniert. Nur noch ein paar Besonderheiten. Also hier sieht man halt die Ressourcen, die man benutzt. Warte. Ja, das sind gerade keine Spielerkarten. Doch, das sind die Spielerkarten. Genau, das also sind bei den Würfeln würde ich mir auch keinen Gedanken machen, dass die nicht ausbalanciert sind, weil man dreht was rein, dreht was und das raus ist und wieder rein ist und das Gleiche. Genau. Da sehe ich gar kein Problem. Und also hier diese Ressource musst du halt erwürfeln. Dann musst du das, damit du die Karte ausspielen kannst. Mhm. Du hast allerdings am Anfang deiner Runde, hast du halt noch gar keine Karte und du ziehst Karten. Ziehst sie nach und nach und guckst, aha, okay, ich brauche die Ressource. Und ziehe ich weiter oder nicht? Ich ziehe weiter oder nicht? Und du entscheidest selbst, wie viele Karten du ziehst. Mhm. Die Würfel werden nachher bestimmen, wie viele Ressourcen du hast, um die auszuspielen. Okay. Gibt natürlich ein paar Mitigationssachen. Alle Karten, die du nicht schaffst, das ist das Playerboard. Hier ist das Deck, ne? Die Karten, die du normal spielst und deren Effekte du triggerst, gehen auf deinen Ablagestapel. Ganz normal, kennt man. Wenn das Deck hier leer ist, dann mischst du das. Schon double layered? Das ist double layered. Wird auch mit Schrauben übrigens gemacht. Da liegen dann einfach Schrauben drüber drin. Alle Karten, die du nicht ausspielen konntest, und hier kommt ein ganz interessanter Effekt, und alle Würfel, die du vielleicht nicht nutzen konntest, auch das kann ja passieren. Ah, der Schwarze ist nicht ganz richtig reingedreht. Die kommen hier auf den Garbage Dump. Für die Würfel ist das egal, die kriegst du nachher zum Würfel wieder nächste Runde. Aber wenn dein Deck leer geht und die Karten, die hier liegen, du kannst einen Teil davon wieder, also du kriegst Schaden für Karten, die hier liegen, die du nicht wieder in dein Deck bekommen hast oder ganz weg. Das heißt, je mehr da liegt und vielleicht was dein Gegner verursacht hat, die da liegen, im Gegeneinander spielen, macht dir Schaden. Das heißt, du musst nicht nur managen, was du an Karten ausspielst, sondern auch, was hier kommt, wie du das wieder dahin bekommst. Du willst das aber auch, weil du mit extra Ressourcen, die du nicht verbrauchst, hier die Sachen reinlegst, wodurch du diese extra Effekte mal auslösen kannst und die Würfel ersetzen können, wenn du zwei hast. Und noch 1000 Sachen mehr, das soll erstmal reichen. Also da steckt viel drin, das klingt sehr spannend. Super viele Sachen, die gegeneinander so ein bisschen ausbalanciert werden müssen. Nicht so richtig hartes Durchrechnen, sondern so ein bisschen einen Balanceakt finden. Ich bin da sehr gespannt drauf, werde das demnächst hoffentlich dann auf den Tisch bringen. Natürlich haben wir asymmetrische Spielerkräfte. Soll ja auch ganz gut solo funktionieren, habe ich gehört. Genau, dadurch, dass kooperativ das Herzstück ist, geht das natürlich auch solo schon hervorragend. Wir haben es halt dann kompetitiv gespielt, ich durfte mir das aussuchen. Mhm. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt noch extra die Regeln eben erklären lasse, für wie der Bot dann funktioniert, dann gucke ich es mir einfach mal gegeneinander an. Die Spielerzüge funktionieren aber in beiden Modi grundsätzlich gleich. Da gibt es quasi keinen Unterschied. Nur, dass wir halt in Teams spielen. Das heißt, man kann sich dann auch gegenseitig unterstützen mit bestimmten Sachen und so weiter. Und warte mal, ich pack das mal in Ruhe ein. Du kannst ja schon mal... Guck mal, wir machen jetzt so eine Kleinigkeit. Nee, gib mir bitte kurz 2 Sekunden, dass die Karten hier nicht verknicken. Na, die geben wir dir alle, weil das, also was sagt ihr denn im Chat so bisher zu Neuheiten? Was davon interessiert euch denn am ehesten von dem, was ihr bisher gesehen habt? Und was wollt ihr davon, was sollen wir als erstes machen? Also wo sagt ihr, das wollt ihr unbedingt sehen, weil euch da interessiert, wie das ist, wie es geht. Vielleicht auch, wie unsere Meinung dazu ist. Wahrscheinlich eher, wie es geht, aber gibt ja auch zu viel eben einfach schon Content, wie man gerade gesehen. Hier hat der Austrian Boardgamer schon ein Video zu gemacht. Wir werden das auch sehr zeitnah machen. Gerade jetzt so diese zeitsensitiven Produkte, die Kickstarter, Roan und Philosophy, werden wir versuchen, nächste Woche auf den Tisch zu bekommen. Cole ist schon ganz verliebt in Roan. Das Originalspiel hat ja auch durchaus einige zahlreiche Fans. Ne? Dieses Konzept, dass wir einfach alle random Karten von einem Stapel ziehen und dann damit auch gegeneinander spielen, hat ja auch Redlands dann wieder aufgegriffen, hat es auch ein bisschen eleganter gemacht. Nicht Standard. Nicht die Standardausstattung. Mit drin, genau.
Ja, also ich bin sehr gespannt, das jetzt dann nochmal richtig zu spielen, auch kooperativ zu spielen. Rhone Invasion. So. Ja, wir sind aber mal gespannt, wie sich eure Antworten, ob die Antworten so bleiben, nachdem wir die nächsten zwei Spiele gesehen haben. Da kommt nämlich noch wir machen gleich, richtig geiler Kram. Wir machen, nachdem das vorbei ist, machen wir eine Abstimmung, was die Leute am spannendsten gefunden haben. Wir können nur bei YouTube nicht so viele. Ah, wie viele passen rein? 4 oder 5 nur. Oh Gott, das ist ja limitiert. Wir brauchen jetzt hier schon mal eine Vorauswahl. So, Ben, vorletzter Punkt. Da brauchen wir, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen, das müssen wir nur zeigen, oder? Genau, das spricht ja für sich selbst. Super cool, dass wir das schon da haben können. Ich glaube, mehr müssen wir auch gar nicht sagen. Wir können es wieder kacken. Ja, das war also das. Also, was hier abgerissen, was ihr nicht sehen könnt, hier stand Frosted Games drauf, weil es sich hier um eine, Vorsicht, auch eine Art Prototyp von Earthborn Rangers handelt. Und das wird noch super spannend, weil wir die Anleitung runterladen werden, die nicht für uns vorsortiert sind und wir natürlich noch keine Ahnung vom Spiel haben. Da werden wir richtig. Also da hatte auch Rosa vom Stand bei Frosted, die hatte richtig Spaß, weil die auch einmal das durchaus nochmal, die hatten vier Stück davon haben existiert. Auch hier Lieferschwierigkeiten, sollte zur Messe da sein, sollte auf der Messe verkauft werden. Wird jetzt erst nächstes Jahr kommen. Und übrigens, man kann das immer nur wieder betonen, die Messe ist unfassbar wichtig für den Jahresumsatz. Auf der Messe wird ein hoher Prozentsatz des Jahresumsatzes gemacht, beziehungsweise direkt um die Messe drumherum, natürlich nicht nur die Messe, viele von euch können nicht. Und alles, was dazu nicht rechtzeitig fertig wird, ist einfach, das tut finanziell richtig weh, den Verein, den Verlagen. Das sind natürlich auch Vereine. Und da wurden jetzt so 4 Vorabexemplare gemacht, wie Kai gerade schon gesagt hat. Genau. Wir konnten 1 davon mitnehmen. Auf 1 zu anderen deutschen Kanälen werdet ihr da auch noch dann Content sehen. Habt vielleicht sogar schon Content gesehen. Da ist man dann ja auch immer sehr schnell. Wir versuchen natürlich auch eher da ein bisschen entspannt zu sein. Darum halten wir es jetzt in die Kamera. Wir haben jetzt auch werden es dann noch live spielen und dann natürlich nach erst ein paar Partien da ausgiebig von berichten. Frosted Kartenhalter. So, das ist sehr praktisch. Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Also, bei Earthborn Rangers handelt es sich um ein Spiel, das grundsätzlich schon solo sehr gut funktioniert, aber auch mit 2, ich glaube 2 bis 4 Spielern. Genau, also nachdem was ich gehört habe, der Autor hat gesagt, so Arkham Horror fand er schon ganz cool, aber so immer, dass es allein nicht so geil ist, nur eigentlich eher 2 Charaktere spielen, sonst hat ihn ein bisschen gestört. Deswegen ist das hier, geht auch gut mit mehr Leuten, aber es ist halt darauf optimiert, es gut alleine zu spielen. Okay, vielleicht sollte Frosted überlegen, nicht nur Spiele zu verkaufen, sondern auch Accessoires. Ich glaube, damit könnten sie auch einen guten Umsatz machen. Genau. Also wir können euch jetzt einfach mal hier Zoom noch am besten noch ein Stück rein. Dass man das sehen kann. Also das Artwork ist halt wunderschön. An dem Spiel sind wir letztes Jahr ja schon hängen geblieben. Nur, oh, jetzt ist jede kleine Bewegung. Verkehrt. Jetzt ist jede kleine Bewegung vor allen Dingen, dass man die. Du bist ja die Ruhe selbst, das schaffst du. Total, der Tisch wackelt. Da sind wir letztes Jahr schon drauf gestoßen. Es hat auch dieses Thema, die Zivilisation ist untergegangen, die Natur hat die Welt zurückerobert. Es gibt so ein paar Ruinen und es hat sich eine neue, ich glaube durchaus ökologisch bewusstere, so eine naturverbundenere Gesellschaft entwickelt, in der wir halt als Ranger arbeiten. Irgendwo in Nordamerika ist es, glaube ich, wo es spielt. Und das Spiel hat halt eine Open-World-Struktur, in der wir rumreisen können, wo wir Aufträge annehmen können. Und du kannst dich wohl entscheiden, eben, ob du der Kampagnengeschichte folgst, die man natürlich zwischenspeichern kann. Also man kann sozusagen nach jedem Ort speichern, beziehungsweise eigentlich ist eine Partie die Reise zwischen 2 Orten. Du mischst dann die Karten aus den 2 Orten zusammen, ziehst diese Karten, arbeitest das ab und kannst dann irgendwann den Ort erreichen oder auch noch länger verweilen, je nachdem, was du erledigen willst. Triffst Personen, vielleicht wilde Tiere, musst eine Schlucht überwinden und so weiter und so fort. Ich zeige dabei ein paar Karten. Genau. Ich habe auch übrigens noch nie, also ich habe es ja schon gespielt auch, also nur eine Runde mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe noch nie ein Brettspiel erlebt, das mich so sehr an ein PC-Rollenspiel erinnert hat, wie dieses Spiel hier mit dieser offenen Welt, dass man hinreisen kann, Quest erledigen kann. Und ich habe jetzt auch nicht so wirklich viele Rollenspiele gespielt am Rechner, aber da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, ich hoffe, dass es das Storybuch dann als App gibt, dass man sich oder als PDF oder so, dass wir da einfach reingucken können. Hab ich super. Also wir müssen es dringend spielen, aus einem ganz einfachen Grund. Also nochmal ganz kurz zur Mechanik. Wir haben natürlich unser eigenes Deck und unser Deck besteht viel aus Ausrüstung und so, aber auch ein paar Attributsachen, die man im Laufe des Spiels verändern kann und erweitern. Wie stark, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, was dem Spieler ein bisschen wehgetan hat bei der Promotion, ist die Tatsache, dass die Beispielquests, weil sie nichts von der Hauptstory, glaube ich, wirklich verraten wollten, das waren immer Sachen wie sammle 4 Pilze oder irgendjemand wollte einen Korb Brötchen oder sowas haben. Das ist natürlich auch angenehm, das ist mal relaxing. Aber ich habe auch die Frage gestellt, wie sieht denn das mit der Kampagnen-Story aus? Die Kampagnen-Story
ob die anzieht, so ein bisschen was die Dramatik angeht. Ich habe es ganz flach formuliert und da hieß es, ja, da passiert noch mehr, also auch in Richtung eben erkunden wir die Geheimnisse dieser Welt und so weiter. Ja, das soll kommen. Er wollte mir natürlich überhaupt nichts Konkretes dazu verraten. Natürlich. Wollte ich auch gar nicht wissen. Wer weiß, wie fertig das auch alles schon ist. Das hier wird ja nicht das ganze Spiel sein oder ist das schon alles? Das ist die gesamte Grundbox, das ist das Spiel. Okay, krass. 550 Karten. Und da muss man auch wissen, die Grundbox, ne, das ist ja jetzt kein Living Card Game, weil der Begriff, glaube ich, von Fantasy Flight geschützt ist, aber eigentlich ist es ein Living Card Game, das einfach nicht das so genannt wird. Das offiziell nicht so genannt werden darf. Und bei Arkham Horror, das ist ja auch der, ich glaube, das hier soll ja so um die 100 Euro kosten. Bei Arkham Horror haben wir den Preistag von so 60 Euro, wo wir halt in der Grundbox ja nur die Charaktere haben und dann eine Kampagne bestehend aus drei Missionen. Und hier sind jetzt in dieser Grundbox, die man sich kaufen kann, ich habe es nicht mehr 100% im Kopf, aber entweder das, was bei Arkham Horror 18 Szenarien-Packs entsprechen würde oder sogar 26. Also auf jeden Fall richtig viel für das Geld, was man da ausgibt. Da bin ich, wie gesagt, mega gespannt drauf. Halt auch wieder leider so ein krasses Kampagnenspiel. Mal gucken, ob es mich so sehr hookt, wie es damals Descent gemacht hat. Soll man aber eben auch in Einzelsessions, man spielt man einfach neben genau, und so weiter. Auch, wenn dann, das, ich wollte ja auch, ne, Descent habe ich auch ganz gut durchspielen. Aber wenn man das halt wirklich so gut solo spielen kann, dann wird das vielleicht die eine oder andere Live-Partie erleben, die natürlich dann nicht so viele Leute gucken werden, weil die das ja selber noch spielen wollen. Aber vielleicht beherrschen ja noch einige die Kunst des Vergessens, also, die wir auch durchaus beherrschen. Nochmal, es ist insofern, es ist extra gedruckt worden, die vier Versionen dafür. Deswegen ist das nicht die eigentliche Produktionsqualität. Die späteren Karten werden noch etwas größer sein. Ja, also die eigentlichen Karten sind etwas größer. Das Artwork dann sicherlich auch entsprechend etwas größer. Und es liegt ja unter anderem noch eine Karte dabei. Und wir müssen auch nochmal gucken, es gibt eigentlich dann noch Marker, die du ausgeben kannst, um dir diese Checks, wer Arkham Horror kennt, dem kommt das dann ähnlich bekannt vor, um das zu verstärken. Auch da werden wir eventuell auf eine Behelfslösung ausweichen müssen. Richtig. Preislich, ich glaube, so um die 100 Euro bei der Kickstarter, das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Auch da wird uns, jetzt ist leider unsere Regieassistenz gar nicht da, aber der Chat wird uns da sicher aushelfen können. Ja, weil okay, ich, ist einfach, wenn genau, ich weil ich hatte jetzt, das zweite Pack gerade waren so nicht ganz so spannende Karten, weil das die Eigenschaftsgeschichten waren. Das sind halt die Sachen, auf die man treffen kann. Ne? Personen, Spoiler-Alarm, so eventuell. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon der Spieler kann man sagen, dass es so ein bisschen amerikanisierter japanischer Anime-Style ist? Nee, ich glaube, das ist schon, das ist einfach ein Comic-Stil, aber ich was ja, nee, da ich sehe da nichts Anime-mäßiges okay. drin, muss ich zugeben. Ich bin da kein Fachmann. Bin da jetzt auch kein Profi, aber ich glaube, das ist schon so, wie es ist. Ganz schick. Also da bin ich, das ist eine der Sachen, auf die ich absolut mit Abstand am meisten gespannt bin, dass werde ich auch schauen, dass ich dabei sein werde, das bei der ersten Partie mitzuspielen. So, ich lasse das erstmal hier einfach auf den Tisch liegen. Das kann ich ja später einräumen. Richtig. Aber da habe ich die meisten Bock drauf. Warum spielen wir eigentlich den ganzen anderen Kram? Lass mal das lernen. Du darfst es sehr, sehr gerne lernen. Ich bin da völlig offen. Ben. Das nächste Spiel möchte ja Marcel lernen. Das nächste Spiel möchte Marcel lernen. Wir sind jetzt schon beim letzten Spiel angekommen. Leider ja, es ist traurig. Aber ja, und jetzt fällt mir ein, wenn wir das auf den Tisch packen, vielleicht hätte ich den Platz doch gebraucht. Es wird heiß, sage ich nur. Und zwar richtig heiß. Du Lügner. Also ich kann ja schon mal verraten. Oh, warte mal, wo ist die Kamera gerade? Warte, hier. Da steht Experte auf jeden Fall drauf am Rand. Mhm. Und es handelt sich um Frostpunk, das Brettspiel. So. Nicht Precognition. Precognition ist ja schon zu kaufen, meine ich. Genau, das kann man schon auf dem Messe das kaufen. Das kann man konnte aber wie geil ist das denn? So. Ihr habt das ja auch schon irgendwie angespielt, euch zeigen lassen. Wir haben uns quasi erklären lassen, wie eine Runde, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Die Hälfte habe ich wieder vergessen. Es ist ein Spiel, hier steht drauf 90 bis 160, ja. 16 plus. Sie haben ja auf der Messe auch, glaube ich, zu euch gesagt, ich war leider nicht mit am Stand, als ihr euch das angeguckt habt, so, ja, das könnt ihr euch heute mitnehmen, spielen und morgen wiederbringen. Ja, nette Idee. Nette Idee, 90 bis 160 Minuten ist gut. Tatsächlich sagte mir Ben von Frosted, noch ein Ben. Gibt ein paar. Für jede, also 20 Minuten pro Runde. Pro Spieler. Nee, pro Runde. Okay. Aber das erste Szenario hat, ich darf jetzt nicht genau fahren, also ihr wollt ja das Szenario noch spielen, aber hat eine zweistellige Anzahl an Runden. Okay. Niedrig zweistellig. Aber du bist dann trotzdem, wenn sie mal rechnen, 20 mal 10. Ja, aha. Genau. Also 90 bis 160 Minuten, vielleicht, damit die Leute nicht schreiend weglaufen. Aber es geht bestimmt noch zügig. Voll kooperatives Eurogame. Übrigens, auch hier, Adam Kwapinski, der so mit zwei Sachen auf der Messe hatte. Mhm. Nämlich das gute Frostpunk. Ihr wisst ja jetzt, dass das Frostpunk ist. Auch hier gilt. Es lag gerade ein Bild. Was ist, liegt ein Bild? Es lag gerade ein Bild, da wissen die Leute das, ja. Ah ja, gut.
Das habe ich zusammen mit Rosa am Stand eingeräumt, gegen irgendwann Sonntagnachmittag. Deswegen wird es noch spannend sein, bevor wir das erstmal spielen können. Ohne dass wir es vorher gespielt haben, werde ich ein bisschen sortieren müssen. Hieraus legt man das Feld zusammen, ja, das große Spielfeld. Dieser Tisch könnte übrigens ein Platzproblem bekommen. Auch das wichtig. Gut, dass wir zu meinem ausweichen können. Es gibt kein eigenes Spielerboard in dem Sinne. Viele gemeinsame Sachen. Hier liegen die Gebäude drauf, die wir bauen können im Laufe des Spiels. Das sind halt Token mit Bildern in der normalen Version, also auch in dieser. Wenn du im Kickstarter irgendwie dein Haus verkauft hast, dann hast du auch hier Miniaturen bekommen können. Wobei ich nicht weiß, wie teuer das war. Also auf jeden Fall beim All-In dabei. Bei dem hier weiß ich gar nicht, das sind verschiedene Werte, die gesteigert werden können. Wir müssen Sachen, es gibt 50 Millionen Arten, wie man das Spiel verlieren kann und in der Regel so eine, wie du es gewinnst, was das Szenario sagt. Du kannst zu viel Krankheit bekommen, wenn dir zu viele Leute sterben und. Oder wenn das Szenario was vorgibt. Wir müssen das alles managen. Das wird aufgeteilt auf die verschiedenen Spieler. Die kriegen dann so ein bisschen ihre Spezialsachen, worauf sie zu achten haben. Der eine hat aufs Heizen zu achten, der andere auf die Unterbringung und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert kooperativ. Es soll halt einfach so viel sein, dass du dankbarerweise das in mehreren Spielen willst, damit man sich auf verschiedene Sachen konzentrieren kann. Gut, und dann darüber diskutierst, was man macht. Das ist ja schon basis auf meinen. So, das kann man super gut alleine spielen, allein das Plan, was man so, wo man so Ressourcen für ausgibt und so. Da war ich schon dankbar, dass wir es zu zweit gespielt haben, damit ich das nicht alles alleine machen muss. Das nervt mich persönlich bei solchen Spielen. Also wir sind übrigens bei, warte, hier fängt das Glossar an. Es sind nur 29 Seiten Anleitung. Davon sind bestimmt 10 Seiten Aufbau. Das ist die Spielanleitung. Ach, das war übrigens nur die Szenarienanleitung. Das ist die Spielanleitung. Die Spielanleitung hat 40 Seiten. Na, das geht doch. Ja, genau. Das ist das Mittelteil, wo dann das draufsteht. Könnt ihr euch das jetzt plastisch nicht so vorstellen. Ihr werdet aber gleich den Heizer sehen. noch mehr Boards, die alle verwaltet werden auch müssen. Schön double layered. Die Besonderheit ist ja auch, dass wir eben diese Gesetze erlassen können. Dazu komme ich gleich, wenn ich die Karten zeige, zu denen ich mich hinarbeiten muss. Danach brauchen wir eine halbe Stunde Pause, um das zu sagen. Also ne, so sieht das nicht aus, wenn man das später kauft. Wir haben bloß irgendwie, wir mussten das irgendwie reinkriegen. Auch das, ich weiß gar nicht, ob das Inlay das ist, was dann typisch drin sein wird oder ob das jetzt dafür ist. Wie gesagt, das ist alles noch dahingestellt. Das sind die Gebäudeteile. Und hier ist das Herzstück. Ich habe versprochen, es auch dann im Video, das du wahrscheinlich drehen wirst, gut in Szene zu setzen. Tun wir jetzt ja schon. Das ist das mächtige Stück, das dazu diente, dass die Leute den Kickstarter auch zuhören. das ist allerdings, also die normale Version in der Retail wird nicht sunshaded sein. Das hier ist die Sunshade-Version. Sundrop-Version, weil es einfach die ist, die auf der Messe halt zu Präsentationszwecken im Schrank stand. Die sollte halt schon schick aussehen. Genau, also das ist das Mächtige. Und das hat auch eine spielmechanische Bewandtnis, weil hier kommt oben Kohle rein und ihr könnt das jetzt von oben sehen. Da sind lauter so Querstreben, das haben wir heute schon bei Marrakesch gesehen. Da wird die Kohle reingeworfen, fällt durch und die zieht man dann hier unten wieder raus. Ja, und das hat spielmechanische Bewandtnis, weil dieses Ding kann natürlich überhitzen und explodieren, was ganz unschön ist. Und das richtet sich letzten Endes nach dieser Mechanik. Und es gibt sogar ein Upgrade, also kannst du im Spiel ein physisches Upgrade bauen, das ich jetzt hier nirgends... Hier. Und dann kannst du das natürlich verbessern. Und dann fängst du potenziell mehr Kohle ab, das heißt, das Ding hält länger durch. Das ist natürlich schon nice. Und das ist auch spannend hier. So, den lege ich mal hier hin. Habe ich mir auch auf Steam tatsächlich mal runtergeladen. Das Spiel, ich habe auch so auf meines Brettspiel einfach mal gespielt, also das Computerspiel gespielt, um mich da ein bisschen besser reinfinden zu können. Auf meinem Rechner ist es auch. Ich habe es noch nicht gespielt. So, und dann seht ihr hier natürlich jede Menge Karten. Ich greife einfach mal, ich versuche die Gesetze gerade zu finden. Also Karl erzählt jetzt auch einfach ein bisschen mehr, weil ich war, also wir haben uns halt ein bisschen aufgeteilt. Karl hat mir auch dankenswerterweise und Flo auch. Die beiden haben mir dankenswerterweise sehr viele Termine und Besprechungen abgenommen und waren auch selbst durchaus aktiv. Und das sind jetzt so die Sachen, um die Karl sich auch gekümmert hat. Und darum ist er da auch noch ein bisschen mehr in Sache. Das sieht doch gut aus. Also. Aber es ist halt auch, es wird kein Feel-Good-Spiel sein, ähnlich wie This War of Mine. Wir sind ständig im Kampf. Also ich werde euch gleich ein Beispiel zeigen, das sowohl die Gesetze verdeutlicht, als auch verdeutlicht, wie die Stimmung des Spiels ist. Und zwar, das ist natürlich jetzt nur ein Teil der, das ist nämlich das, was ich meine. Suchst du jetzt eine spezifische Karte? Nein, ich suche nicht eine spezifische Karte, ich suche den Gesetz, ich habe den Gesetzestapel. Mhm. Ich habe bloß gerade andere Gesetze an der Stelle gefunden. Also, es liegen eine Reihe von Gesetzen aus. Ein Teil von denen ist szenariospezifisch, ein Teil ist grundsätzlich in den Spielen drin und du kannst diese Gesetze dann eben verabschieden. Und die verändern eben Spielmechaniken. Ich brauche noch ganz kurz die anderen. Ich habe eines von den zwei Gesetzen, das ich haben wollte, habe ich schon.
Wo ist sie? Da ist sie. Weil die das am besten verdeutlichen. Und einige Gesetze schließen sich gegenseitig aus und sind dann für den Rest des Spiels einmal durch ist durch. Ihr könnt einmal ein Kinderheim errichten. Das ist ja praktisch. Alle Leute, die du hast, und du kannst auch mehr Bevölkerung bekommen, braucht Unterkünfte. Die müssen beheizte Unterkünfte haben. Ansonsten werden die krank. Mhm. Und wenn Leute krank werden, sterben Leute. Und wenn Leute sterben, dann verlierst du. Wir haben alle, oder manche von uns, das war auch mal eingespielt. Das Kinderheim sorgt dafür, dass du Kindermiepel, die du halt auch bekommst, also es gibt extra, pack mal bitte hier die Miepel aus, die grünen. Es gibt wahrscheinlich große und kleine. Die Kinder erkennst du sofort. Richtig. Ja, süß. Genau. Also das ist dazu der Kindermiepel. Die kann man dann im Kinderheim unterbringen. Das hat dann 4 Slots für diese Kinder. Und das ist natürlich super, weil normalerweise kriegst du im Gebäude nicht so viel unter. Das ist super, ne? Kinderheim ist schön. Aber Arbeitskraft ist ja auch nicht so unwichtig. Mhm. Du kannst also auch die Kinderarbeit einführen. Und damit ist Frostpunk offiziell das einzige Spiel, das ich kenne, in dem man Kindermiepel dazu benutzen kann, um sie arbeiten zu lassen. Das ist ja auch eine der ersten Sachen, glaube ich, die man im Computerspiel macht, ne? Sich entscheiden, Kinderarbeit oder nicht? Also bei mir war die erste Entscheidung, was machen wir mit den Toten? Versuchen wir sie irgendwo zu begraben oder packen wir sie einfach in den Schnee, weil gefrostet passiert ja nichts krankheitsmäßig. Also nicht essen. Nee, das war so die erste Frage, die mir gestellt wurde. Kein KDM. Ja, und wie ihr seht, gibt es hier Veränderungen. Ne? Also ihr verliert hier zum Beispiel an Hoffnung und die Unruhe nimmt zu. Das sind diese Leisten, die zu managen sind. Da steckt einfach jede Menge drin. Ich weiß, dass das jetzt überhaupt nicht dem gerecht wird, zu wissen, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert, aber ohne einen halbwegs vernünftigen Aufbau auf dem Tisch ist das auch einfach nicht möglich. Richtig. Das wird auf jeden Fall sehr, also wir werden also da eine Abstimmung zu machen. Wir können da bei YouTube auch nur begrenzt Spiele einstellen. Dementsprechend gilt natürlich auch hier, wenn ihr mitvoten wollt, was davon wir als erstes spielen und ihr den Kanal auch unterstützen wollt, werdet sehr gerne Patreon-Mitglied, weil da kann man relativ umfangreiche Votings machen und dann können eben die Leute, die den Kanal ja auch finanziell unterstützen und dafür sorgen, dass wir das eben auch alles in der Form machen können und sie auch jetzt temporär einfach mal für eine Woche so ein Studio einrichten können, da eben mitvoten, dann kann man da noch so ein kleines Dankeschön auch wieder zurückgeben. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn dann noch ein paar mehr Leute sich beteiligen, damit wir auch dann an der Tontechnik zum Beispiel im nächsten Jahr noch etwas arbeiten können. Das war's an Neuheiten, die wir jetzt so unter ein bisschen exklusiver einordnen, weil, ne, ich meine, die Spiele war vorbei, wir haben hier super viele Spiele stehen und eigentlich sind das ja schon die interessanten Spiele, die Spiele, die danach kommen. Wir freuen uns natürlich auch sehr darauf, von den ganzen Spielen, die hier rumstehen, viele auszuprobieren. Man schafft pro Tag doch immer weniger, als man denkt. Wir haben sogar noch mehr für Frostpunk dabei. Eine Kleinigkeit noch, das hatte ich jetzt beinahe vergessen. Das gehört nicht zum normalen Frostpunk dazu, das ist eine Erweiterung. Das sind dann eben Holztoken dafür, dass du die ganzen Sachen mit Holztoken besetzen kannst und auch irgendwie noch mehr Karten. Mhm. Dazu kann ich aber gar nichts sagen. Das hilft natürlich immer. Also ein bisschen Deluxe. Wow. Vorsicht! Ich habe das Gott sei Dank nicht gesehen. Tatsächlich ist da unten keine Halterung, deswegen muss ich mal aufpassen, weil sobald du es hochhebst... Pack den mal lieber schnell wieder ein. Ich bin dabei. Gut, deine Abmoderation darf fortfahren. Du bist nicht dabei. Mach du das mal, ich lasse das abbricht. So, genau, also das war's. Jetzt, Stefan ist noch nicht da, der kommt in 5-6 Minuten in Göttingen an, wird dann direkt zum Inder laufen, dann werden wir jetzt kurz was essen und dann werden wir halt weiter noch ein paar spannende Spiele spielen. Erstmal verabschieden wir natürlich die Leute, die im Video dabei sind, die das Ganze jetzt nachträglich gucken. Das Video wird wahrscheinlich morgen übermorgen online gehen, falls die Leute nicht den ganzen 10, 11, 12 Stunden Stream gucken wollen. Wir sind noch erst seit 5,5 Stunden auf Sendung. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt das Ganze erst nachträglich seht, das ist ein ziemlich cooles Event, das sehr viel Spaß macht, die ganze Woche nach der Spiel zu streamen, neu anzuzeigen, Spiele anzuspielen, Partyspiele zu spielen, darüber zu reden, was wir so gespielt haben. Schaut also da auch gerne nächstes Jahr wieder rein, abonniert den Kanal. Und aber sonst haben wir natürlich auch hier täglich Content, auch ganz, ganz viel Live-Content, der auch jetzt schon qualitativ ein bisschen besser wird vom Ton her vermutlich, weil wir diese Anstecklösung jetzt zu Hause auch wahrscheinlich standardmäßig verwenden werden. Und dann sagen wir an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zugucken.